Hey Jungs und Mädels, willkommen bei Mr. Walla. Im heutigen Video machen wir ein Spezial, Mr. Walla Spezial. Mr. Walla Feed. Dr. Klonk, mein Kumpel Bernie, viele von euch kennen ihn ja aus anderen Videos. Und jetzt haben wir gedacht, wir machen ein ungeplantes Video übers Klopfen. Zum Glück hat der Bernhard in seinem Bus immer zwei Klopfrute drin hängen und ein paar Wallerhälser unterm Sitz versteckt. Also wird auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Video. Bleibt dran. So, El Bernardo, ja, mein Freund. Jungs und Mädels, ihr kennt ihn ja. Mein, keine Ahnung, jahrzehntelanger Freund, kann man so sagen. Bernie, Angelpartner. Selbsternannter Klopfmaster, gell? Selbst erfundener Doktortitel. Gekaufter Doktortitel. Gekauft, okay, alles klar. Bernie ist wirklich der beste Klopfer, den ich kenne. Naja, jetzt übertreiben wir. Ja, ist es ja. Doch, hast du schon ein paar geile Fische gefangen. Ja, und wächst immer und immer irgendwie zuckst irgendwo immer einer aus der Hecke raus. Ja, und deswegen lasse ich dich auch mit deiner Leute jetzt alle. Jetzt ist so, wir sind auf unserer Tasker-Tour, haben ein geiles Video gedreht. Unplanmäßig, wir wollten move, jetzt ist es ein bisschen zu spät zum move. Jetzt haben wir gesagt, wir machen noch ein Klopfvideo, dass wir den Tag schön ausnutzen. Das macht jetzt der Bernie mit euch. Ich packe in der Zeit hier unser Camp zusammen, dass wir heute oben dann im Dunkeln ans nächste Gewässer wechseln können. Tasker hast? Die Technik, Alter, ist ja eh dabei, Junge. Gräser wie mein Fernseher. Mega geil. Ja, schauen wir mal. Das ist natürlich auch ein großer Faktor, ist ja klar. Aber darauf hast du vielleicht ein Game Video. Das ist natürlich für mich ein Game Changer. Wenn die Fische findest, ziehst, kannst du direkt am Angeln. Ja. Ist das natürlich schon geil. Aber klopfen, wenn die Fische aufs Holz reagieren. Sicher. 12 Monate im Jahr, sogar im kalten Wasser, auch wenn viele sagen, verklopfen und funktioniert genauso. Geht. Wenn weicht, wie und wo. Ja. Wird geil. Ich hoffe, ihr zwei fangen was. Der Maxi ist natürlich dabei. Und vielleicht komme ich später auch mal noch kurz dazu, das werden wir mal sehen. Aber im Endeffekt gibst du den Leuten komplettes Briefing. Jungs, jetzt gucken wir, dass wir nicht auf die Schnauze fallen, wenn das nicht mehr geht. Und dann geht's ab. Hau mal rein! Kurzen Check, was braucht man denn alles? Was braucht man alles? Tauwürmer, ganz wichtig, wenn man mit einem Rattleteaser fischt. Ja. Und dann probieren wir jetzt auch, weil da jetzt viel Katzenwels und so und die reagieren halt auch aufs Klopfer. Das ist immer die Scheiße. Und dann werden wir probieren mit kleinen Karauschen zum Fischen, dass man die Katzenwels ein bisschen umgeht, weil sonst braucht man, weiß ich nicht, 1000 Tauwürmer. 3 Stunden, das ist Wahnsinn. Und die haben wir nicht mit. Wir haben noch 4 Backeln Tauwurm. Wenn die verschossen sind, ist eh vorbei. Aber dann. Ja, das ist ja so ein Ding, kann man leider mal sagen, dass wir es eigentlich nur machen, weil wir an unser Köderfische verbrennt haben. Ja, genau. Das sind noch unsere scharfen Waffen. Das also. Problem für immer, gell? Ja, ja, unser Problem, was uns immer verfolgt haben. Das ist ja egal. Das ist ja wie Salom, wir sind echt gut ausgerüstet. 2 Köderfischbecke dabei, fette Bump. Köderfische kann man nie genug haben, es läuft immer anders, da wie geplant. So. Gut, was haben wir noch dabei? Wir haben Hölzer auf jeden Fall. Hölzer auf alle Fälle. 2-3 Stück. Echolote. Echolot. 2 Ruten. 2 Ruten. Und alles ist gut eigentlich. 2 Rollen, wo die Bremse quietschen. Ja. Und krachen und krächzen. Ja, genau. Für V5 halt. Das wird die Zukunft sein für mich, ja. Weil die ist sowieso schon komplett am Arsch. Ja. Aber wie gesagt, das hängt immer in meinem Bus. Das war jetzt Zufall, dass ich es überhaupt dabei habe. Wir sind ja froh, ohne Chance. Und dann. Ja. Im nächsten Video hängt der V5 drauf. Das darfst du glauben, weil die Knarre ist schon so geil. Da geht man ab. Oh ja. So, Maxi. Ab geht's. Fahr mal ab. Ja. Rutsch mal runter. Was tragst du? Ja, wahrscheinlich alles. Oder bist du nur der Eule? Ah. Läuft das so bei euch? Ja. Das musst du mir vorher sagen. Okay, ich nehm die 2 Ruten. Ja, das. Schön machst du das. Ha? Wunderschön. Okay. Top. Das sind aber coole Teile, gell? So geil. Ich glaube, die kann schon ein halbes Jahr da halten. Dann nehmen die auch noch in dem Teil. Mit was fangen wir an, Maxi? Mit Wurm oder mit Karauschen? Cool. Ich glaube, du bist der Profi. Was sagst du, ist besser? Ja gut, wenn wir gleich Aktion werden von einem Katzenwälster machen wir einen Wurm, dann geht's schnell. Ja, passt. Ja, ich denke, jetzt fangen wir erstmal mit Wurm an. Verholzen wir die mal schnell und dann, schauen wir dann mal, gehen wir auf die Dicken. Ja, passt. Was hast du denn da überhaupt dabei? Das! Oh. The Game Changer. Okay.
Nee, das Solix. Schaut schon mal fett aus. Du. Das Solix habe ich schon Jahre und jetzt gibt es ja diesen Megalife. Das war für mich die billige Alternative zum Garmin und dann habe ich mir gesagt, okay, das probieren wir aus. Und wie gesagt, ich habe jetzt das zweite Mal im Einsatz. Ich habe nicht viel Ahnung davon, glaube ich, aber schauen wir mal, was passiert jetzt. Ob wir Fisch sehen, wie das funzt mit dem Köder und so, müssen wir ein bisschen einsteigen, glaube ich, und dann bin ich guter Dinge, dass das funzt. Okay, der grüne Punkt ist der Köder, oder? Das ist mein Köder. Ja, wenn ich ihn jetzt bewege. Ah ja. Wie das halt. Ist auch geil, gell? Die meisten haben die Schnur immer in der Hand. Ja. Aber ich bin zu faul. Ich habe halt immer die Rute. Und wenn er beißt, gehe ich noch ein bisschen mit der Spitzen. Und dann kriegt er auch nicht gesammelt. Okay, der kommt. Er kommt. Ja. Ist. Oh. Einmal kurz hingelangt. Oh. Da ist wieder was. Hopp. Oh. Oha. Oh, das ist ein guter. Nicht du, der andere muss her. Sind jetzt zwei da? Ja. Schön, gell? Oh, da ist einer noch da. Geht hin. Ah, und wieder weg. Ich mach's halt immer so, in der steigenden Phase. Oder wenn er noch nicht am Köder ist, dass ich den bewege. Dass er den Rattle-Teaser orten kann. Und wenn er dann dran steht, habe ich die Erfahrung gemacht, ruhig zu bleiben, kriegst du mehr Bisse, als wie wenn du da noch hektisch rumdurst wie mit so einem Pilker oder so. Das ist genau der Fehler. Das wollen, glaube ich, viele machen. Einfach ruhig bleiben, wenn er am Wurm steht, am Teaser und dann, wenn er saugt, ein bisschen mitgeht, boom. Katzenwälse. Sind das? Sind. Oh, einer schon hin. Oh. Katzenkasper, hau ab. Die Würmer klaut 100 Pro. Krass. Aber wir haben noch einige. Wie viel nimmst du das normalerweise? Also auf alle Fälle nicht geizen damit. Ich mache den schon ziemlich voll eigentlich, den Drilling. Also bestimmt auf jedem Haken 3-4 Stück, dass das Metall gut zu ist. Und nur einmal anpieksen, ja. Dann hast du viel geiles Ding, weil die Würmer so aufgehen, wenn du den bewegst. Also nicht sparen. Wenn sie jetzt vorsichtig beißen, dann ist oft im See so, ja. Dann mache ich unten noch einen kleinen Einfachhaken hin, quasi am Ende von den Tauwürmern. Ja. Weil wenn sie ihn unten bloß ein bisschen nehmen, dass er dann an dem kleinen Einfachhaken hängen bleibt. Ja, ja, ja. Aber ich denke, da kriegen wir jetzt so auch einen. Zu dem merkt schon. Oh, Katzenkasper. Katzer, Katzer! Oh Gott! Nett. Ja, die gibt's halt wie Sand am Meer da drin. Übel. Das ist nichts Gescheites, Maxi. Aber da. Oh.
Jetzt leider um, jetzt schippert es alle. Dann sind wir noch. Ja. Peace. Sehr geil. Ja. Yeah. Das hat man jetzt sehr schön gesehen. Sau geil. Ein Unterschied. Hey. Sehr cool. Da ist nur mein Handschuh, weil meine Hände sind schon verrissen. Hey. Ja, meine auch. Boah. Ja, du bist jung. Geil. Geiler Klopfballer. Nice, Junge. Boah. Sehr cool. Ja, Maxi. So kann's laufen. Ja. Und auf Wurm. Ja. Kriegt dann ein Busserl und bye bye. Sehr geil. Petri. Merci. Boah. Cool, ich glaube immer, dass man mitten in die Löcher klopfen muss, im Fluss oder im See, keine Ahnung. Aber ich habe schon ganz viel Fisch direkt am Ufer gefangen. Also es muss nicht immer 5, 6, 8 Meter haben. Oft, wenn ein Baum liegt, wo der unten drin steht, wenn ich vor dem Baum ein bisschen klopfe, kann es sein, dass er rauskommt, bei 2,5 Meter, 3 Meter Wassertiefe, bam, geht er auf den Teaser. Also, und ganz gut habe ich da Erfahrung mit dem Vertical Chick. Also den, wenn du vor so einem Baum tanzen lässt, habe ich schon richtig geile Fische gefangen. Also nicht immer glauben, tiefe Löcher suchen und so zum Klopfen. Funktioniert oft auch direkt am Ufer. Gerade wenn sie am Tag unten drin stehen, in die Baum, in die, im Kraut und so, dann kriegt man oft gute Fische raus. So sehe ich das. Vertretung. Oh, der ist gar nicht so schlecht, gell? Ja. Jawohl, du! Groß aufpassen. Ja. Wird lustig. So ein Drilling drin haben. Bye, bye. Cool. Wir klingeln lassen, hallo. Ja. Da kommt er. Ja. Oh, jetzt. Meine Wurmspitzen runtergezogen. Der hätte jetzt der andere Haken wieder gefasst. Ja. Ja, Maxi, so schaut dein Wils aus. Halt mal hoch. Cool. Schön. Schon, gell? Der stellen wir auf.
nicht. Sie sind konzentriert, Maxi, nicht so wie du. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich nehme keinen Kühl, aber. Doch, nur. Der war gut. So schnell, glaube ich, noch nie einen Wurm aufgezogen, ich, oder? Scheiße, Mann. Er ist noch okay, da, er ist nicht da. Der ist okay. Er ist nicht schlecht. Jetzt rauchen wir noch eine und dann fahren wir rein, dann bauen wir ab, weil sonst kriegen wir Probleme mit unserem König. Ja. Wir waren erfolgreich. Und jetzt, mein Profis, wie sieht's aus? Ja. Drei, ja. Drei haben wir gekriegt. Drei was? Wälse? Ja. Europäische Süßwasserwälse. Ja. Aber keine Waller, oder Wälse? Nee, Wälse. Gut, alles klar, was? Perfekt. Jetzt bin ich wieder am Arsch wie Sau, auf dem Hoch- und Runterrennen. Aber guck mal, Maxi, ich war wirklich fleißig. Krasser Typ. Ja? Wow. Alles schön ordentlich verstaut, planen und runter fürs Schlauchboot, dass man bei sein ganzes Auto nicht kaputt machen. Wie ich bin. Sehr, sehr geil. Und das, gell, obwohl, und ihr habt euch da divertiert, also da Spaß gehabt, ne? Vermutlich. Haben auch viel gelacht und so. Ich war nett, ne? War nett? Ja. War nett der Nachmittag? Ja, okay, doch. Super. Das ist cool, finden. Rät mich für euch. Ich gönne euch, kann ja gönnen. Ja. Also, aber ich habe auch Spaß gehabt. Ich habe das ganz chillig, gemütlich, alles AG gelöst. Easy going. Aber schließlich auch Urlaub. Okay, hey, dann beenden wir doch das Video, würde ich sagen. Hört ab, machen wir uns fertig. Machen wir noch ein Gewässer, oder? Ja, sicher. Ja, sicher. Oder? Einfach, Johannes. Nein. Ja, was verlassen wir uns einfach. So, genau. So. Jungs und Mädels, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann kann ich auch nichts dazu, gell? So sind halt meine Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal am Wasser. Bis dahin wünsche ich euch viel Petri Heil und ciao.